Liebst du sie? Deine Söhne? Willst du sie wiederhaben, deine Söhne? Du bist meinem Bruder schuldig. Wen liebt ihr mehr? Den Hund oder die Hündin? Na, wenn ihr dem Vater schöne Augen macht und seiner neuen Hündin und dem König der Hunde in Korinthia Kreon ihrem Vater! Vielleicht ist euer Platz nebst seinem Trog. Nimm, ja, so, was du mir gegeben hast. Die Früchte des Verrats aus deinem Samen und stopfest deine Hure in den Schoß. Mein Brautgeschenk für dein und ihre Hochzeit. Ne? Sehe ich eure Augen nicht glänzen im Vorschein auf das Glück der satten Bäuche? Ah! Ah! Schauspieler seid ihr! Schauspieler seid ihr! Kinder des Verrats seid ihr! Ihr! Ihr schlagt eure Zähne in mein Herz! Und dann geht ihr mit eurem Vater, der es getan hat, vor euch! اتركني الاطفال بعد يوم واحد وبعدين اروح على الصحراء اروح على الصحراء لازم لي كنا يا صنع عين تحت عين تحت und dann will ich gehen in meine eigene Wüste. Weinen. Und nicht für nichts habt ihr geweint. Meine kleinen Verräter, ihr. Ja. Psch, psch. Aus meinem Herzen schneiden will ich euch. Ihr. Mein Gedächtnis. Mein Herz. Mein Fleisch. Meine Erinnerung. Mein Blut zurück aus euren Adern. Ja, in meinen Leib zurück, euch Eingeweide, in meinen Leib zurück. Na, könnt ihr jetzt lachen? Nur was habt ihr? Der Tod ist ein Geschenk. Aus meinen Händen sollt ihr es empfangen. Heute ist Zahltag, Jason.
Weh mir. Ich sehe ihn Nacht für Nacht. Achel. Wie er den Mann, der schrie und winselte. Jawohl, er winselte, mein Mann. Im Staub um Trojas Mauern schläfte. Meint ihr, ich würde das einfach so vergessen? Nein! Und trotzdem könnte ich Achill vielleicht verzeihen. Auch seinem Sohn. Vielleicht. Gewiss jedoch, das schwöre ich, ist eins, ein einziges für mich. Ich werde Hektor nie die Treue brechen, denn er ist mein Mann. Verzeih, hab keine Angst. Ich bin ja bei dir. Ich verlasse dich nicht. Du, deine Mutter redet manchmal wunderlich. Dein Vater mochte das, die spitzen Sätze, und dann lachte er. Komm, kleiner Hektor, halt mich fest. Ja, so. So ist gut. Wir bleiben zusammen, weißt du? Hektor wartet schon. Dein Vater. Du solltest mal König sein, mein Kind. Herr über Asien. Du kleiner Vogel, du. Wenn eine Wolke käme und ein Wind uns tanzen ließe. Ihr Götter. Nein? Die kommen nicht. Die schauen zu, wie Mann, Frau, Sklave, Kind, Troer, Grieche. Wie ein Stück bepisstes Fleisch verrecken. Eine Hure, die sich Kind des höchsten Gottes nennt. Vom Mord gezeugt und von Gemeinheit ausgetragen. Hektor? Hektor? Nee, niemand. Nicht einmal ein Echo. Nur wir zwei. Mann, so kriegst du mich nicht! Scheiße, wo ist das verdammte Ding? Mann, ich such den Joint, ja? Den ich mir extra für nach dem Hochzeitsempfang aufgehoben habe. Und ich weiß 100 Pro, dass er hier war. Typisch Tracy. Mir einfach meinen Joint wegzurauchen. Ich fass es nicht. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Ey, und dann, ja? Besitzt sie noch die Frechheit und zwingt uns, diese ätzenden Scheißdinger anzuziehen. Ich meine, ich sehe ja echt ein, dass ich Tracy heute zukiffen musste. Aber sie hätte ja wenigstens mal fragen können. Oh mein Gott. Haha, da ist er ja. Oh, jetzt geht's aufwärts. Ich hätte mich ja eben so wegschmeißen können vor Lachen, wie die sich vom Altar hingekniet haben und irgendjemand hat auf Scotts Schuhsohlen "Helft mir" drauf gemalt. Aber ansonsten, ey, so eine verschnarchte Hochzeit, ja, habe ich ja noch nie erlebt. Mann, ich will, dass irgendwas Krasses passiert.
jetzt scheißegal wem. Ich hatte ja gehofft, dass Gotts lesbische Schwester ein bisschen Leben in die Bude bringt. Aber von der kommt ja auch nichts. Ach, scheiße. Ich muss jetzt erstmal aus diesem scheiß Ding raus. So, haha. So. Jetzt werde ich mich heute zum ersten Mal so richtig wohlfühlen. Ja. Yeah. Hey, regt euch ab. Scheiße. Ich gehe doch da nicht nochmal runter. Ich meine, das ist doch das reinste Irrenhaus. Also gerade, ja. Da greift mir meine Großmutter ins Ohr. Na, Schätzchen, als nächstes werden wir dann wohl deine Hochzeit feiern. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, null Chance, bevor ich so weit bin, mir diese Scheiße anzutun, hast du schon längst den Schirm zugemacht. Ey, ihr versteht schon so und so, ja? So geil. Ja, okay. Hab ich nicht gesagt. Ich musste mir schon auf die Zunge beißen. Nee, 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 halt, Moment, stopp! Diese Band, ja, die halte ich am Kopf nicht aus. Da unten ist so verlogen, so ätzend, dass mir schlecht wird. Mann, meine ach so tolle Schwester steckt in diesem Ungetüm von Kleid, das aussieht wie ein riesen Heißluftballon und heiratet den größten Idioten aller Zeiten. Toll. Und ich? Ich wohne wieder bei meinen Eltern. Hui. Obergeil. Mann, scheiße, ich will einfach raus aus Knoxville, ja? Ich hasse diese Stadt. Ich hasse alles an ihr. Ich will irgendwo hin, wo mich niemand kennt und wo mir niemand auf die Nerven geht. Klar. Tommy Valentine. Echt. Das muss man sich mal reinziehen, ja? Da ist dieser Typ auf der Hochzeit seiner Ex-Verlobten und mit jeder ihrer Brautjungfern war er entweder schon im Bett oder hat sie angemacht. Toll. Weiß auch nicht, warum ich weine. Bin wahrscheinlich einfach dämlich. Okay, ja, er hat mich nicht vergewaltigt oder so, okay? Und ich würde echt sterben, wenn das jemals jemand erfährt, besonders Tracy. Scheiße. Es war an Weihnachten und alle haben schon geschlafen. Und ich lag in meinem Bett und habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre. Ich hatte ja noch nie einen Jungen geküsst. Na, und plötzlich hat es an der Tür geklopft und er meinte, es wäre wohl an der Zeit, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen würden. Ja, Mann, und da ist es halt passiert. Und ich wollte auch, dass es passiert. Ich habe ihn begehrt. Ich wollte, dass er mich fickt. Ich habe ihn geliebt. Es war ein paar Mal und dann
Dann hat er gesagt, wir sollten lieber damit aufhören. Schließlich wäre er ja mit meiner Schwester verlobt. Ja. Das war kein Missbrauch, das war Liebe! Scheiße. Heute da. Da sieht er mich gar nicht mehr richtig an. Ich bin eben im Garten zu ihm gegangen und ich war super nervös und ich habe gesagt, hey, Tommy, erinnerst du dich an mich? Und er hat gesagt, klar erinnere ich mich an dich. Hallo. Scheiße. Er hat mich dabei noch nicht mal richtig angesehen. Hey, ja, aber man braucht da jetzt keine Riesensache draus machen, okay? Ist alles gut. Mir fehlt überhaupt nichts. Das ist kein Ding, ja? Ich bin okay. Mir fehlt nichts. Sie haben recht, dass Sie mir zeigen, wo ich hingehöre. Das konnten Sie nicht besser, als wenn Sie mich vor Ihrer Braut tanzen lassen. Sie tun mir den größten Gefallen, wenn Sie mich darauf hinweisen, was meine Stellung ist. Es ist mir auch vollkommen gleichgültig, was man von mir denkt. Ich möchte um alles nicht besser sein, als ich bin. Mir ist wohl dabei. Ich wüsste nicht, dass ich je einen Funken Achtung vor mir gehabt hätte. Oh Gott, ich weiß sehr wohl, was aus mir geworden wäre, wenn Sie mich nicht davor bewahrt hätten. Und wie überglücklich ich dabei bin. Nein. Nein, ich tanze noch nicht. Ich kann mich noch nicht aufrecht halten. Man wird klingeln. Er nimmt mich mit nach Afrika. Sie haben mich ja zur Tänzerin gemacht, damit einer kommt und mich mitnimmt.
Warum haben Sie mich denn nicht ruhig in Ohnmacht fallen lassen? Und im Stillen dem Himmel dafür gedankt. Sie hielten es unten nicht aus. Sie fürchteten, meine Glieder könnten doch vielleicht ernstlich Schaden genommen haben. Gehen Sie! Gehen Sie! Sobald Sie die Energie dazu haben. Wo ist Ihre Energie? Sie sind seit 3 Jahren verlobt. Warum heiraten Sie nicht? Sie kennen keine Hindernisse. Warum wollen Sie mir die Schuld geben? Sie haben mir befohlen, Dr. Gold zu heiraten. Ich habe Dr. Gold gezwungen, mich zu heiraten. Sie haben mir befohlen, den Maler zu heiraten. Ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Sie kreieren Künstler. Sie protegieren Prinzen. Warum heiraten Sie nicht? Wüssten Sie, wie Ihre Wut mich glücklich macht? Wie stolz ich darauf bin, dass Sie mich mit allen Mitteln demütigen. Sie erniedrigen mich so tief. So tief man ein Weib erniedrigen kann. Weil Sie hoffen, Sie könnten sich dann eher über mich hinwegsetzen. Aber Sie haben sich selber unsäglich wehgetan. Durch alles, was Sie mir eben sagten. Ich sehe es Ihnen an. Sie sind schon beinahe am Ende Ihrer Fassung. Gehen Sie um Ihrer schuldlosen Braut willen! Lassen Sie mich allein! Eine Minute noch, dann schlägt Ihre Stimmung um. Und Sie machen mir eine andere Seele, die Sie jetzt nicht verantworten können. Ich bitte Sie, gehen Sie, geben Sie nicht mir die Schuld. Sie wissen, dass ich nicht ohnmächtig werden brauchte, um Ihre Zukunft zu zerstören. Sie haben ein unbegrenztes Vertrauen in meine Ehrenhaftigkeit. Sie glauben nicht nur, dass ich ein bestrittenes Menschenkind bin. Sie glauben auch, dass ich ein herzensgutes Geschöpf bin. Ich bin weder das eine noch das andere. Das Unglück für Sie ist nur, dass Sie mich dafür halten. In 8 Tagen sind Sie verheiratet. Ich will so lange meine Türe verschließen. Sie müssen sich jetzt reinfühlen. Sie müssen sich jetzt für den sittenstrengen Mustermenschen halten. Sonst können Sie das Kind in seiner bodenlosen Unerfahrenheit gar nicht heiraten. Ja. Was muss ich sagen, damit Sie sich an mir vergreifen? Um kein Königreich möchte ich jetzt mit dem unschuldigen Kinde tauschen. Dabei liebt das Mädchen sie, wie noch kein Weib sie je geliebt hat. Heiraten Sie sie. Dann tanzt sie in ihrem kindlichen Jammer vor meinen Augen, statt ich vor ihr. Ja, schlagen Sie mich! Wo haben Sie Ihre Reitpeitsche? Schlagen Sie mich! Seien Sie noch ein Mann! Schauen Sie sich einmal ins Gesicht! Sie haben keine Spur von Gewissen. Sie wollen das Mädchen, das Sie liebt,
mit der größten Kaltblütigkeit unglücklich machen. Sie tun, was sie wollen. Sie erobern die halbe Welt. Und sie wissen so gut wie ich das. Dass sie zu schwach sind. Um sich von mir loszureißen. Sie sind halslos. Oh ja, das sind sie. Ihre fetten kleinen Köpfe sitzen ohne Zwischenstück auf ihren fetten kleinen Körpern. Und das ist sehr bedauerlich. Weißt du warum? Weil man ihnen den Hals nicht umdrehen kann. Oh Gott, ich sag dir, heute bei Tisch, ja? Da war ich so genervt, dass ich am liebsten laut losgebrüllt hätte. Ja, so laut, dass man es bis über die Grenze von Arkansas, Louisiana und Tennessee gehört hätte. Ich habe zu deiner charmanten Schwägerin May gesagt, Liebling, könntest du die lieben Kleinen nicht an einen Extratisch mit einem Wachstuch füttern? Nur sie verklöckern doch alles und der Spitzentischtuch ist doch so hübsch. Da hat sie ihre Kuhaugen aufgerissen und gesagt, was, an McDaddys Geburtstag? Um Gottes Willen, nein, das würde er mir nie verzeihen. Aber jetzt hör mal, Rick, kaum saß Big Daddy 2 Minuten mit diesen sabbernden und widerlichen Monstern am Tisch, da war aber auch schon die Gabel weg und schrie, verdammt nochmal, Guppa, kannst du diese Schweine nicht in der Küche aus deinem Trog fressen lassen? Ich sag dir, Brick, da hätt's mich fast zerrissen vor Lachen. Ja, denk doch mal, Brick. 5 von der Sorte haben sie bereits. Und das 6. ist unterwegs. Gott, die machen ja einen Auftrieb wie mit Tieren bei einer Zuchtschau. Und dann müssen sie anderen ihre kleinen Kunststückchen vormachen. Kleiner, zeig mit dir, wie du dies machst. Süßer, zeig mit dir, wie du das machst. Häschen, zeig mit dir, deine Grübchen und Zuckerpüppchen. Zeig mit dir, wie du furzen kannst. Das ist natürlich irgendwie alles komisch, aber mein Gott, es widert mich an, Brick. Ja, weil doch ganz offensichtlich ist, worauf sie aus sind. Also sie haben es darauf abgesehen, dich um dein Erbe zu bringen. Und jetzt, da wir alle wissen, dass Big Daddy sterben wird, an Krebs. Ja, der Befund kam heute. Ich habe die Symptome schon letzten Herbst erkannt. Na und was glaubst du, warum Brüderchen und seine geliebte May auf ihren alljährlichen Urlaub in die Berge verzichten, ha? Huh? Stattdessen kommen sie hierher und verbringen jede freie, verdammte Minute damit, Big Daddy zu bezirzen und uns beide vor ihm schlecht zu machen. Und dann die ganzen Anspielungen auf Rainbow Hill. Na, du weißt doch, was Rainbow Hill ist, Baby. Da werden die ganzen prominenten Alkoholiker und Drogensüchtigen behandelt. Nein, prominent bist du nicht. Aber reif für Rainbow Hill, das bist du. Und genau dahin wollen sie dich bringen, Brick. Aber nur über meine Leiche. Hörst du? Nur über meine Leiche, Brick. Verdammt! Ach, Dreck ist das, Brick! Dreck ist das! Dreck, verdammte Scheiße! Er liebt dich, Brick. Du bist sein Lieblingssohn.
ich sag dir, er kann May und Cooper gar nicht aufstehen. Weißt du, dieses Monstrum an Furchtbarkeit, das ist ihm geradezu widerlich. Warum siehst du mich so an? Na, so wie du mich eben angesehen hast, bevor ich deinen Blick bemerkte. Aber ich habe es doch bemerkt! Woran hast du gedacht? Woran hast du gedacht, als du mich angesehen hast? Sag es mir, Brick! Meinst du, ich weiß es nicht? Meinst du, ich weiß nicht, dass ich mich schrecklich verändert habe? Ich bin hart geworden, grausam, kalt. Und du hast mich die ganze Zeit dabei beobachtet. Tja, konnte es gar nicht anders, was? Aber hey, es ist okay! Weißt du, ich bin nicht mehr so dünnhäutig wie damals, Brick. Das kann ich mir nämlich gar nicht mehr leisten. Weißt du, Brick? Ich wollte dir eigentlich etwas sagen. Ich bin einsam. Hörst du nicht? Verdammt, ich sagte, dass ich einsam bin, Brick! Ich hätte nie gedacht, dass man so einsam sein kann. Aber wenn man doch mit dem Mann zusammen ist, den man liebt! Aber bei Gott, man kann noch einsamer sein. Wenn man nicht wiederbelebt wird. Weißt du, Brick, andere Männer, die sehen mich immer noch sehr gerne an, ja. Und es gefällt ihnen, was sie sehen, Brick. Ist doch auch nicht zu verachten, was sie sehen, Brick. Alles ganz straff, Brust, Hintern. Weißt du, du hast nie geglaubt, dass ich dich liebe, aber ja, ich tue es. Weißt du, was ich tun würde, wenn du mir jetzt auf der Stelle sagen würdest, dass du mich nie, ich meine wirklich nie mehr lieben würdest. Ich würde auf der Stelle in die Küche hinunterrennen, mir das längste und schärfste Messer zur Hand nehmen und es mir mitten in die Brust stechen. Leute, ich bin nicht verrückt. Ich nehme nur ständig eine andere körperliche Form an. Ja, ich verwandle mich mehrfach am Tag. Unter Umständen sogar mehrfach in der Stunde. Zeitpunkt und Art der Verwandlung kann ich nicht beeinflussen. Ich bleibe allerdings immer eine Frau, so viel ist sicher. Und meistens behalte sogar mein biologisches Alter. Aber es kann auch vorkommen, dass das Alter springt. Ja, vor 2 Jahren im Winter war ich für mehrere Stunden etwa eine 60 Jahre alte Marktfrau. Und kürzlich für 20 Minuten ein 7-jähriges Mädchen. Yes! Also ich bin 1,60, 50 Kilo und habe volles dunkelbraunes Haar. Aber schon auf dem Weg zur U-Bahn kann es passieren, dass ich mich verändere. Ich selbst kriege die Verwandlung gar nicht mit. Erst wenn ich mein Spiegelbild in der automatischen Tür des U-Bahn-Waggons sehe, da fällt mir auf,
dass ich jemand ganz anderes bin als heute Morgen nach dem Aufstehen. Oh. Oh. Ich bin auf dem Weg zu einem Gericht. In meiner Tasche habe ich ein paar noch einmal durchsehen wollte. Ich werde. Da bin ich mir. Voll! Ich habe in der U-Bahn keinen Sitzplatz bekommen und muss mich jetzt an dieser Stange hier festhalten. Ich komme aus der U-Bahn-Station. Und stehe vor dem Gerichtsgebäude. Oh nee. Oh Gott. Neben dem Gerichtsgebäude steht ein großes Krankenhaus. Diesmal spüre ich, wie sich die Verwandlung vollzieht. Ich schrumpfe auf die Größe einer asiatischen Küchenhilfe. Ich habe gerade Frühstückspause und rauche mit ein paar Kolleginnen vor dem Lieferanten des Krankenhauses eine Zigarette. Mich versteht niemand. Aber ich verstehe auch nicht viel. Unsere momentane Aufgabe steht darin, bis heute Mittag etwa 20.000 Kartoffeln zu bearbeiten. Oh, Pause schon vorbei. Ich gehe mit meinem Rollwagen voller Tabletts durch die silberne Tür. Oh, ein Fahrstuhl. Und schiebe in den Fahrstuhl. 13.25 Uhr. Ein Notfall kommt in den OP2. Ich anästhesiere als Mitteleuropäerin. Unter meinem Mundschutz und meiner Haube kann ich von meinem Gesicht und meiner Haarfarbe sehr wenig erkennen. Braun, rötlich-grau, schätze ich. Bin zu dick. Und jetzt, nach 3 Stunden OP, habe ich unglaublichen Hunger. Also, gehe ich in die Kantine. Boah! Suppe, Hackbraten und Pudding! Nee, die wäre zu dick. Aber die Stück Käsekuchen nehme ich noch mit. Und bleib vor dem kleinen Blumengeschäft stehen. Psst, 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 psst. Ich verkaufe diesen Blumenstrauß. Ui, einem Mann zwischen 50 und 60. Ach, er hat diesen Gesichtsausdruck. Naja, diesen Gesichtsausdruck, den die Männer so haben, wenn ihre Frauen nach 30 oder 40 Jahren Ehe plötzlich im Krankenhaus landen und sie ihre Wäsche alleine machen müssen, ne? Drum gelaufen. Diese Rose noch, sagt er, die will ich ihnen gerne schenken. Hey, das kommt oft vor, dass die Typen uns eine Rose schenken aus Dankbarkeit oder keine Ahnung warum. Ihre Frauen, die müssen sich erst die Gebärmutter rausnehmen lassen, um so einen Blumenstrauß zu bekommen. Und dir schenken sie einfach so eine Rose. Bitteschön, danke, katsching, tschüss. Neben der Kasse steht ein Stück Käsekuchen, das mir irgendjemand wieder dahingestellt hat, damit ich mehr esse, wenn ich jetzt etwas zunehme. Ich krieg den Scheiß nicht runter. Wie oft denn noch? So, 18 Uhr, ich mache jetzt pünktlich Feierabend. Ich gehe nämlich noch ins Kino. Alleine! Schichtwechsel! Ich löse meinen Kollegen Maike. Na, Alter, alles klar? Boah, ich liebe das, nachts zu fahren. Das Rattern der Bahn und diese quietschenden Reifen in der Kurve. Rechts, links, rechts, links. Um 5:30 morgens bin ich dann wieder zu Hause. Ich schließe die Wohnungstür auf. Und schau in den Spiegel. Yes! Vor mir steht etwa eine 1,60 Meter große Frau mit vollem dunkelbraunem Haar. Stoiber hier, Marie Stoiber. Ich rufe an wegen dem Zimmer. Sie wollten ja schon vor einer Stunde hier sein und... Oh, Moment, es klingelt. Oh, Sie sind das.
Ich wollte Ihnen gerade eine Nachricht. Egal. Ich hatte nur mit einem etwas kleineren Mann gerechnet. Aber kommen Sie doch rein. Ich überlege gerade, wenn Sie hier wohnen wollen während der nächsten 3 Monate, ich weiß gar nicht, ob Sie in mein Bett passen. Oh, es ist schon so spät. Ich muss ja selber gleich weg. Was muss ich Ihnen noch erklären? Schnell. Die Gasetagenheizung. Kennen Sie sich mit sowas aus, ja? Ach, gut. Die Blumen gießen jeden 2. Tag und die Post aus dem Briefkasten nehmen. Das ist hier dieser Schlüssel. Oh, wie viele Verpflichtungen Sie nun haben werden. Sie werden gar nicht dazu kommen, sich auszuruhen, nicht wahr? Wie schade. Wie gern hätte ich mich noch mit Ihnen unterhalten. Wir kennen uns ja gar nicht. Und wenn ich wiederkomme, dann werden Sie längst verschwunden sein. Der Toaster! Da fällt mir gerade noch was ein. Der klemmt manchmal ein wenig, also wenn Sie überhaupt toasten wollen. Ja. Ich muss dann weg. Okay, adieu und leben Sie sich gut ein und vielleicht denken Sie ja mal an mich, während Sie hier so in meiner Wohnung sitzen. Ja. Oh, das Telefon. Telefonieren Sie viel? Also, weil wenn ja, dann lassen Sie sich doch anrufen oder schreiben Sie es auf. Ach nein, wissen Sie, vergessen Sie es. Rufen Sie ruhig Ihre vielen Freundinnen an, ja. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Sie müssen diesen Monat unbedingt den Fensterputzer anrufen. Ich lasse Ihnen das Geld da. Was denn noch? Na, fällt Ihnen denn gar nichts ein, was Sie mich fragen könnten? Huch, ich habe ja den Schrank abgeschlossen. Oh, ich Dummerchen, wieso das denn? Ich meine, sehen Sie nur hier und hier. Ja, ich muss dann mal los. Ja, ich muss weg. Okay, dann. Oh, der Kellerschlüssel. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich den hingelegt habe. Suchen wir ihn. Ja, unbedingt brauchen Sie den. Ich meine, Sie müssen doch mein Fahrrad fahren. Das rostet doch sonst so vor sich hin, ja. Oh, mein Fotoalbum. Das müssen Sie sich unbedingt mal ansehen. Nein, ich geniere mich. Ich geniere mich immer. Ich muss es vor Ihnen verschließen. Was soll's? Sie müssen sich ja ein Bild machen von der Person, die hier lebt und die nicht da ist, während Sie da sind, nicht wahr? Oh Gott. Sehen Sie mal. Ja. Oh, das bin ich mit 16 auf einer Bergtour. Ja. Das müssen Sie sich unbedingt mal anschauen, versprochen. Oh mein Gott! Der Kellerschlüssel! Der ist ja gar nicht im Schrank, der ist ja auf dem Schrank. Sehen Sie. Ja. Ja. Da. Oh, da ist ja ein Bündel Briefe. Geheime Briefe. Ganz verbotene Briefe. Die dürfen Sie nicht lesen. Niemals. Ich lege die hier in den Schrank, gleich neben den Schlüssel. Aber die dürfen Sie niemals lesen. Niemals. Gut.
Nehmen wir an, ich bliebe. Sie kämen nicht zu ihrer Arbeit. Und ich? Ich käme nicht fort von hier. Von mir selbst. Aus dem immer gleichen Trott. Nein. Nein, ich fahre. Warum sind wir bloß so wenig entschlossene Menschen? Oh, das Taxi! Sie hätten mich doch nehmen können. Einfach in den Arm und alles wäre anders gekommen. Jetzt werde ich einfach nur daran denken müssen, dass Sie hier in meiner Wohnung sitzen, während ich fort bin. Und ich habe keine Hausratsversicherung, also stellen Sie mir hier kein Unheil an. Passen Sie auf meine Waschmaschine auf und wenn Sie wieder gehen, wenn Sie abreisen, dann schalten Sie den Kühlschrank ab und schließen Sie die Fenster und lassen Sie kein Geld liegen. Bringen Sie den Müll runter, ziehen Sie die Bettwäsche ab, stecken Sie alle Stecker raus und werfen Sie den Schlüssel einfach in den Briefkasten.